Aber ich mach dir einen Vorschlag. Wir haben schon mal Nachrichten, vielleicht der Faber was Neues. Mamo. Narrinnen, lesen, närrische Couch und Knautschgesichter, Wohnzimmer, Party, Löwen, gesunde Runde, Dabbisch, Babbische, süße Füße, wahre Köpfchen, Deckel und Töpfchen, verunglimpfte, geimpfte, gewitzte, gespritzte Sofa, Kissenschlucker, Sesselhocker, Schraubenlocker, Kühlschrankschocker, vulnerable und unzerstörbare Gabelstapler und Löffelhalter. Willkommen zu den Fastnachtsthemen. Wie immer, heute aus dem ausverkauften kurfürstlichen Schloss eine kleine, quirlige Narrenschar, die noch Widerstand leistet gegen den Vormarsch der Pappnasen im deutschen Fernsehen. Noch nie lagen so viele Menschen erwartungsvoll oder einfach nur voll vor den Fernsehgeräten. Noch nie war das Publikum auf Zuruf so begeistert. Jetzt! Ich wollte einfach ein bisschen. Wahnsinn. Stopp! Das geht alles von meiner Zeit ab. Ich fange mal gleich an mit der Top-Meldung. Eine Nachricht, auf die ich mich persönlich seit 4 Jahren vorbereitet habe. Washington. Im Weißen Haus wohnt und arbeitet wieder ein ganz normaler US-Präsident. Ist das nicht schön? Ist das nicht toll? Die ganze Welt hat aufgeatmet, als die abgebrannte Solariumsmöhre mit dem hochtopierten Ponylappen nach Florida abgedampft ist. Wir wünschen der neuen Regierung alles Gute für Joe Biden und Kamala Harris ein dreifach donnerndes Hello! 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 Liebe Sofagardisten und Wohnzimmerfeierbiester, es war nicht einfach. Es war nicht einfach, auf diese Meldung noch einen oben drauf zu setzen. Aber wir haben etwas gefunden. In Mainz, an der Goldgrube 12, Habemus BioNTech. Ein dankbar dreifach donnerndes Hello an die Mainzer Helden Professor Schein und seine Frau Dr. Türeci. Hello! 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 Bei minus 70 Grad Celsius verlässt der Zaubertrank das Labor und dann heißt es hier in Mainz, wollen wir den Impfstoff neu lassen, à la Neumitterem. Die meisten Leute sterben nicht mehr an Covid-19, sondern sie verenden qualvoll in den Warteschleifen der Impfzentren am Telefon. Hallo, sind Sie noch da? Sind Sie noch dran? Die Lokalnachrichten. Mainz. Die Kfz-Zulassung kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Die Verzögerung bei der Anmeldung in Mainz ist inzwischen so erheblich, dass viele Neuwagen die Zulassungsstelle als Oldtimer verlassen. Die Behörde versprach aber jetzt eine Aufstockung des Personals von 0 auf 2 Mitarbeiter. Immerhin. Ja, so reibungslos, wie es hier in Mainz läuft, so schwer tun sich andere Städte mit den Folgen der Pandemie. Unser Korrespondent Peter Sadicki berichtet aus einer Stadt, deren Namen er nicht nennen möchte. Ja, es ist traurig, aber wahr. Hier in Wiesbaden. Oh, jetzt habe ich schon gesagt, aus Versehen, das böse Wort. Hier in der hessischen Landesmetropole hat sich eine der gefährlichsten Mutanten der Welt eingenistet, Nassau 21. Nassau 21 führt innerhalb von 12 Stunden zu einem Stimmungsabfall ohnegleichen und schließlich zu einem Totalverlust des Humors. Hier liegt eine fast schon bleiernde Ernsthaftigkeit über der City. Ah, Passarisch City, das ist wie im Vorort hier, tote Hose. Menschen, die an Nassau 21 leiden, sind chronisch schlecht gelaunt. Das gilt hier sogar für Tiere. Hau ab, du Scheißköder! Sorry.
Wenn Sie mich fragen, also dann grassiert es hier schon seit. Längerer Zeit. Die Ingredienzien liegen bei 300.000, also mehr als die Kurmuschel hier Einwohner hat. Muss man aufpassen, dass man sich nicht ansteckt. Zurück ins gut gelaunte Mainz. Danke, Peter. Peter Sadicki für diese Einschätzungen. Vielen Dank. Weiter geht's mit Nachrichten aus der Region. Frankfurt Flughafen. Reisen ohne Risiko ist in Corona-Zeiten praktisch unmöglich geworden. Nur die Maschinen der deutschen Lufthansa verfügen über ein besonders raffiniertes Filtersystem. Wenn vorne einer hustet, knickt der Husten sofort ab, verschwindet zwischen den Beinen in der Absauganlage, läuft dann unten durch den Gepäckraum und taucht in der letzten Reihe wieder auf als Schnupfen. Hello! Worms. 300 Seniorinnen wurden bei einer illegalen Impfparty in einem Jugendclub bei Worms aufgegriffen. Die orientierungslosen Frauen hatten sich gegenseitig mit Eierlikör geimpft. Das war frauenfeindlich. Thema Homeschooling. Die Digitalisierung der Schulen macht große Fortschritte. Ein Tisch für die Lehrkörper. Das sogenannte Homeschooling erfreut sich großer Beliebtheit. Allerdings beklagen sich die Lehrer darüber, dass viele Schüler schon morgens schwer erreichbar sind. Schulpsychologen sprechen von einem sogenannten Cop-Down-Syndrom. Die Jugendlichen sind online, aber sie schlafen noch. Weitere Nachrichten aus Deutschland. Baden-Baden. Bambi für Drosten. Der Frauenschwarm und Virologe Christian Drosten erhält den Ehrenbambi für sein virologisches Lebenswerk auf NDR Info. Im Hauptberuf ist der knuddelige Wuschelkopf mit den Rehaugen in der Berliner Charity. Charité muss es heißen. Verzeihung. Sorry. Berlin. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Lothar Wieler, hat ein Angebot der ARD abgelehnt, auch noch die Lottozahlen zu verkünden. Wieler sagte, diese Zahlen seien ihm nicht hoch genug. Corona-Leugner. Beerdigungsinstitute in Thüringen und Sachsen vergeben erstmals Praktikumsplätze auch an Querdenker und AfD-Mitglieder. Die Leute sollen sich ein eigenes Bild machen von den Folgen der harmlosen Grippe. Wir kommen zu den Nachrichten aus aller Welt. Brasilien. Die gut gelaunten Menschen im größten Land Südamerikas sind besonders schwer getroffen von der Pandemie. In Brasilien wüten zwei bösartige Viren gleichzeitig. Covid-19 und Jair Bolsonaro. Warschau. In Polen demonstrieren Tausende von Frauen seit Wochen gegen das neue Abtreibungsgesetz. Es verbietet den polnischen Frauen, schwerstbehinderte Kinder abzutreiben. Verantwortlich für dieses Gesetz ist der 71-jährige Jarosław Kaczynski. Wann kommt endlich ein Gesetz, das es den Frauen in Polen verbietet, von alten, verbohrten Männern regiert zu werden? London. Der britische Premier Boris Johnson zeigte sich erleichtert über den milden Brexit-Verlauf im Vereinigten Königreich. Über die Hälfte der Briten sei inzwischen gegen das Europavirus geimpft. Nur in Schottland und Nordirland gäbe es Probleme wegen der Nebenwirkungen. Silicon Valley. Bei einer Straßenstreamung mit Google Hupf in der Nähe von Zuckerberg geriet ein Influencer versehentlich in den Hashtag eines famen Bloggers, der bei dem Versuch, einen Snap aus dem Chat zu löschen, in einen Apple getreten war. Im anschließenden Software-Update twitterten die Follower des gut vernetzten Bloggers, sein Facebook in Zukunft nicht mehr für solche Cyberspaces downzuladen. Liebe Freunde,
Diese Kampagne war ein Riesenerfolg. Noch nie zuvor haben sich auf der ganzen Welt so viele Menschen maskiert. Auch wenn wir uns in diesem Jahr nicht küssen oder umarmen dürfen, was mir im Einzelfall sehr leid tut. Auch wenn wir nicht durch die Städte ziehen können, wir stehen fest zu denen, die ihre Rechte einfordern auf den Straßen von Moskau, Minsk oder Hongkong. Narrenlesenfreiheit ist ein kostbares Gut. Narrenfreiheit ist Luxus. Und zu Hause ist es auch mal ganz schön. Ich bin sicher, wenn wir uns im nächsten Jahr wiedersehen in einem stickigen Saal mit einem lauwarmen Sauergespritzten in einer ewig langen Sitzung auf einem knallharten Holzstuhl, dann werden wir uns gern erinnern an diesen gemütlichen Couchdown-Abend im Februar. Und hier noch die Wettervorhersage. Die Kaltfront im Kühlschrank sorgt weiterhin für anhaltend gute Laune. Stimmungshöchsttemperaturen auf der Couch zwischen 25 und 31 Grad Celsius. Die Leidenschaft erreicht im Laufe der Nacht Sturmstärke. Die weiteren Aussichten. Prost, das war die Fastnachtsthemen. Hello! Liebe Fernsehzuschauer, wir lieben Aktiven hier im Saal, liebe der Herr Lade, wie immer eine Granate in Sachen politischer Fasnacht. Die Fasnachtsthemen dargeboten auf der Bühne, gezaubert von Lars Reichow. Vielen Dank. Lieber Lars, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Zuerst die gute. Das war eine einsame Granate heute Abend, was du hier abgefeuert hast. Und die schlechte Nachricht, ich habe erfahren, dass die Landeshauptstadt Wiesbaden verfügt hat, dass unsere beiden Ernennungen zum Ehrenbürger erst ab dem Jahr 2412 ernannt werden dürfen. Tut mir leid. Bis dahin, ein dreifach dankbar Donnerstag. Hello. 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 Lass mal das gut. Ciao.